Kommt alle nach vorne, kommt zu uns, weil es geht jetzt gleich los. Ja, nehmt die besten Plätze ein. Ja, ich stehe jetzt hier zwischen zwei netten jungen Damen, ganz rechts ein etwas älterer Herr. Martin, Scherze müssen heute drin sein. Alles gut, alles gut. Zu meiner linken Seite Karin Ittermann, zu meiner rechten Seite Dennis Hoffmann und weiter Martin Sternkopf. Alle drei Mitarbeiter des Sportamtes und ich als Vorsitzender des Fördervereins haben das, was heute hier ist, geschafft. Dankeschön. Thomas Neuhaus, wo bist du, Thomas? Tu mal der, da bist du. Thomas Neuhaus, Beigeordneter der Stadt, Chef der ganzen Sportabteilung, hatte mal eine Idee. Nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an das Sana-Klinikum als Hauptsponsor dieser Veranstaltung. Ohne Sana-Klinikum mit Unterstützung hätten wir das nicht machen können. Und viele haben uns heute geholfen, wie das Rote Kreuz. Aber ein ganz dickes Lob geht an das THW Remscheid. Das THW Remscheid hat dafür gesorgt, dass hier alles ausgeleuchtet ist. Alle, die auf Parkplatz 1 stehen, die brauchen nicht zum Dunkeln zum Parkplatz gehen. Die gehen schön beleuchtet nach Hause. Meinen recht herzlichen Dank an das THW. Es gibt hier eine Dame, die hat heute Geburtstag. Und wenn eine Frau Geburtstag hat, dann soll man ihr auch gratulieren. Nämlich Karin Ittermann hat sich ihr Geburtstagsgeschenk gemacht, heute mit der Veranstaltung. Karin? Herzlichen Glückwunsch! Ja, ihr seid alle da wegen Kürbis Underground. Wir gehen runter und Kürbis Underground kommt. Viel Spaß! Das ist eine tolle Aussicht von hier oben. Wenn ihr gleich Zeit habt, kommt ihr mal gucken, wie es aussieht. Es ist wirklich schön. Es ist eine tolle Location, das muss ich nochmal sagen. Der Stefan hat es vorher schon gesagt. Viele Leute haben hier gearbeitet, damit das heute Abend hier ist. Und ich muss sagen, wir sehen viele Veranstaltungen. Heute ist echt alles perfekt. Vielen Dank an die Organisation. Ganz toll. Dankeschön, dass wir hier sein können. So, ich habe schon gesehen, einige von euch haben auch ihre Handys dabei, ich auch, aber aus einem ganz anderen Grunde. Wir machen ja heute hier quasi das Ende unserer Europatournee durch Köln und ins Bergische. Für uns ist Remscheid jetzt schon echt weit. Wir sind nämlich eigentlich alle, wie sagt man so schön, Heimschläfer. Ja, wir sind Heimschläfer, weil die Welt ist eigentlich relativ gefährlich. Deswegen habe ich auch hier dieses Ding in der Hand. In Köln gibt es einen Stadtteil, der heißt so genauso wie die Dinger, nämlich Bilderstöckchen. Also es ist kein Selfie-Stick, in Köln sagt man Bilderstöckchen dazu. Und ich habe das deswegen mitgebracht, weil die Welt gefährlich ist. Im letzten Jahr sind 80 Menschen dabei zu Tode gekommen, während sie versucht haben, ein Selfie zu machen. Das ist kein Witz, aber das ist relativ. Ne? Also bei Sexspielchen mit Plastiktüten sind im selben Zeitraum 800 Menschen umgekommen. Wenn ihr also die Wahl habt, macht Selfies. Mit Plastiktüten? Nein, Selfies mit Plastiktüten ist ganz schlecht. Macht das besser nicht. Ich sag das, ich war nämlich vor ein paar Monaten in einem Konzert in Köln. Und da haben, ihr seid schlau, die aber nicht, haben 3000 Menschen, als es losging, ihre Handys hochgerissen. Es wurde gleißend hell im Saal. Und den Rest des Konzertes habe ich auf dem iPad 4 meines Vordermannes geguckt.
Und nach dem Konzert waren plötzlich alle verschwunden, weil sie mussten zu Hause ja gucken, wie das Konzert war. Also macht das lieber live, guckt euch lieber alles an, so wir machen. Deswegen haben wir auf diese herrlichen Dinger einen schönen Song gemacht. Viel Spaß bei Kürbis Underground! Ich drück ab, ich seh mich gern von oben, halt immer auf mich drauf. Ich will mich ja nicht loben, doch so fall ich immer auf. Wir rennen rum voller Angst, unsere Akkus sind leer. Wir haben Speicher bis zum Hals und nur noch Datenverkehr. Wir teilen Fotos und Probleme mit den Freunden im Netz. Mit einem Smiley, einem Daumen hoch oder mit einem Herz. Wir haben morgen schon vergessen, was heute noch nicht ist. Doch uns zu sich was merken, wenn die Welt nichts vergisst. Wir lassen alles stehen wie für einen Post oder einen Blog. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Handy und ein Stock. Ich drück ab, ich drück ab. Ich seh mich gern von oben, halt immer auf mich drauf. Ich will mich ja nicht loben, doch so fall ich immer auf. Mach mal ne Entenfresse, man sieht, wie schön du bist. Wir posten auf das Essen, ich bin ein Selfieist. Mein Foto will für immer bleiben, auch wenn ich längst nicht mehr bin. Wir sind ewig und unsterblich, dank Millionen von Kopien. Ich drück ab, ich seh mich gern von oben, halt immer auf mich drauf. Ich will mich ja nicht loben, doch so fall ich immer auf. Mach meine Entenfresse, man sieht, wie schön du bist. Wir posten auf das Essen. Ich bin ein Selfieist. Ich bin ein Selfieist. Schellenfranzmann, spiel so laut du kannst. Wir gehen scheiden. Spielst du auf deinem Hammerteil? Grüßen wir hier auf der Bühne. Herzlich willkommen, hier ist Xavier Naidoo. Ich habe da so eine kleine Schwäche, zu der ich voll und ganz ehrlich steh. Bei mir tanzen die Hormone Mambo, nur wenn ich dicke Mädchen seh. Dicke Mädchen werden nie leichter sein. Dicke Mädchen sind steinig und schwer. Dicke Mädchen machen mich verrückt. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt, doch sie sehen mich einfach nicht. Halleluja! Ich möchte jetzt eine Band ankündigen, die bekannt ist für ihre emotionalen Texte und ihre gefühlvolle und sanfte Musik. Hier ist für euch Rammstein. Ich bin's, der Herbert. Ich wollte heute Abend hier auch für die Hühner ein kleines Liedchen spielen.
Vorher noch einen kleinen Witz. Was passiert, wenn der Hühnerbus in den Kreisverkehr kommt? Rührei. Liebe Freunde, ein Liedchen für die Hühner. Ich hab Stuhl im Orbit. Ich hab Blutwurst in meinem Bauch. Hab ich mit Kölsch geflutet. Lecker, lecker. Und die Mädchen auch. Was soll das? Blutwurst, Kölsch und leckeres Mädchen. Braucht der Kölner? Na, um glücklich zu sein. Blutwurst, Kölsch und leckeres Mädchen. Braucht der Kölner für sein Glück. Dick auf. Is a yodelani, that is a yodelani, that's a yodelani, 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 wow, that's a spray. Is a yodelani, that is a yodelani, that's a yodelani, 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 yodelani. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig, dass er hier in die Eschbach-Talsperre gekommen ist. Talsperre ist ja gar nicht hier, ist ja nur der Dings, der Schwimmbad. Ja, der ist direkt hier gekommen, freu dich auf Udo! Tolle Location hier. Alle Leute, ich bin eure Udo. Oder in Remscheid. Es ist Dummene, 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 dummene Eierlikör. Ohne Piccolo, 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 Piccolation. Wir grillen jetzt noch auf den Balkon. Das Outfit ist echt stark, sogar für den Park. Ob Dünnwald oder Forst. Wenn die Fitness ruft, sind wir waterproof. Hallo, mein Name ist Bakshi, aber alle Freunde nennen mich Ravi Tuk-Tuk Hupman Mitsubishi. Ich fahre Taxi. Mit indischen Taxischein. Ist bei uns ganz einfach. Du musst beim Prüfung nur wissen, wo der Hupe ist. Und kennen wichtigste Regeln. Die heißt, fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Und bei dem Taxi immer gute Laune, gute Party und gute Musik. Ich frage nur, wo der wohin du? Taxi fährt schon seit 20 Jahren hier in Köln rein. Hat sich da bewährt, nach dem See zu fragen, wie soll's anders sein? Du hast kein Karneval, so viel getrunken, mir gewunken und ich halte an. Du immer Shiva, 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 kannst mir nicht erklären und alle. Ohne wo, wohin ich nur raten kann, wohin Taxi wissen muss, wohin, wohin wollt du, wohin? Ohne wo, wohin weiten Widerstand, wohin Buchheit, Bickendorf, wohin, wohin wollt du, wohin?
verkleidet, Scheiße verkleidet. Hättest du ihr großer Mann in so einem Fell so leidet, Scheiße verkleidet, Scheiße verkleidet.